Hallo ihr Lieben, diesmal hat sich hier wieder ein Fehlerteufel eingeschlichen. Folgendes Problem, es fehlt theoretisch vor dem Ansatz des nächsten Videos von Dishonored 2 fehlen 8,5 Minuten, die weg sind, weggefressen. Ich kann sie nicht wiederherstellen, die sind komplett weg. Ihr habt nicht viel verpasst, ich hatte die restlichen Blutfliegennester zerstört. Dann bin ich in die Halle gegangen, wo die anderen Hexen gewartet haben. Hab eine Weile rumgeschlichen, hab überlegt, wie ich die am besten überwältige und keine Ahnung was. Dann habe ich es versucht, bin irgendwie gesehen und erwischt worden und letztendlich im Kampf gestorben, weil es so viele gewesen sind. Das heißt, das nachfolgende Video setzt praktisch da an, wo ich gestorben bin. Und im Grunde genommen habt ihr deswegen also nicht wirklich was verpasst, weil ich das andere, glaube ich, alles nochmal wieder neu machen musste. Werdet ihr aber gleich sehen. Ich hoffe, ihr habt wie immer dafür Verständnis. Ich danke euch dafür und dann jetzt viel Spaß mit dem folgenden Video von Dishonored 2. Alles klar. Okay. Wie gehe ich vor? Ja, das ist nice. Doch alle außer Gefecht sitzen mit den Pfeilen. Wir haben 5 und unten sind noch 5. Ich muss, glaube ich, die Scheibe einschlagen. Wahrscheinlich komme ich auch auf anderen Weg dahin, aber ich würde gern anvisieren können. Ja, dann habt ihr selber Schuld, ihr kleinen. Komm zurück. Der Feind ist hier. Komm. Ist da jemand? Komm zu meiner Schule. Wieso? Okay, das sind zu viele. Das kannst du vergessen. Das kannst du vergessen. Nee, nee, kannst du knicken. Ich muss die nach und nach versuchen auszuschalten. Ich muss die beiden da oben, vielleicht, wenn ich die oben ausschalte mit Betäubungspfeilen, bleiben die oben auf dem Kronleuchter liegen. Dann fallen die auch nicht sofort auf. Okay, pass auf. Ich gehe wieder nach oben, versuche die beiden oberen auszuschalten. Die andere hat mich, glaube ich, nur gesehen, weil die in unsere Richtung teleportiert ist, ne? Ich glaube. War nur Spaß, Tamina. Hab's auch gelesen. Glaubst du, Delilah hätte das tun können? Ich kenne die gleichen Geschichten über Paolo, den Heuler. Was du über Paolo weißt, ist nicht das Gleiche. Er ist eine Straßenweise, voller Tricks. Aber ich glaube, Delilah könnte so etwas tun. Okay, ich muss sie zuerst ausschalten. Das wirkt unmöglich. Das ist alles. Meine liebe Orlando, manche Menschen sehen Türen, wo du und ich okay, Betäubungspfeile. Die beiden auf der Leuchter. Oh Gott! Geht's denn noch lauter? Ich hoffe, sie bleiben da oben liegen. Nein! Die ist runtergefallen. Shit.
Das sind aber schon mal drei weniger, gegen die wir kämpfen müssen. Und diesmal nehme ich die Pistole, das ist mir jetzt egal. Warte mal. Wir könnten es noch einmal dezimieren und dann muss ich auf die Pistole umschwenken. Ist ja schön, dass mir das nicht aufgefallen ist, dass die Kollegin da unten runtergefallen ist. So, die eine sitzt da. Da sitzt noch eine. Ah, komm, bezahlt's. Ich bin mal großzügig. Hinter mir ist noch eine. Verdammt. Warte, warte. Nee, 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 mein Fräulein. So nicht. Siehst du, was ich kann? Interessiert mich nicht, was du kannst. Komm her, du Mist. Jetzt bin ich trotzdem schneller. Es waren noch ein paar mehr, als ich geglaubt habe. Okay. Gut, die hatten aber ansonsten nichts bei, ne? Ein paar schlafen. Aber nicht alle. Was kann ich mit dem Ding jetzt machen? Ich habe keine Ahnung. Jindosh war verrückt. Wie soll das denn funktionieren? Linsenanordnung. Linsentausch. Machen wir mal noch nicht, weil ich nicht weiß, was es auslösen würde. Warnung vor Brianna Ashworth, was? Wenn auch ihr Delilah und unserem Zirkel treu seid, dann hört meine Worte. Erneut haben mich Albträume vom Orakulum heimgesucht. Die Linsen, die Jindosh ursprünglich ins Gerät eingesetzt hatte, hätten fast meinen Untergang bedeutet. Ich spürte, wie Delilahs Magie flackerte und die Flamme, die sie erneut in mir entzündet hatte, erlosch fast, so wie vor 15 Jahren nach Brickmore. Okay. Ich fürchte, dass mich ein weiterer Unfall wie dieser alles kosten wird. Meine Verbindung zum Nichts und zur Magie selbst. Wir können uns keine Fehler mehr leisten. Ich werde mir die ausrangierten Linsen in meiner Werkstatt genau ansehen und sie danach zerstören lassen. Denkt daran, dass Delilah sich auf meine Anstrengungen verlässt und das Orakulum nur auf mich abgestimmt ist. Haltet euch von dem Gerät fern. Nur ich kann die Ordensschwestern kontrollieren, Brianna. Wenn ich Ashworths Kommunionsapparat manipulieren kann, ist sie machtlos. Mhm. Nice. Ausrangierte Linsen. Orden des Orakels gespalten. Hatten wir, glaube ich, schon, ne? Im Zweifel gezogen. Ja, ich glaube. So, okay. Dann einmal das hier. Nee, nee, da machen wir noch gar nichts mit. Historiker Douglas Harwickles vom Orden des Orakels hatten wir schon, ne? Wer ist er da noch gleich? Heißt das, dass sie noch leben? Ich glaube nicht, ne? So, wir können uns endlich das Ding da holen. Und das mache ich auch. Was ist hier? Oh, nee, da gehen wir noch nicht rein. Das könnte eine Verbindung zu da oben sein. Ich will mir jetzt endlich das holen, was mir zusteht. Oh, ich bin so doof. Ich sollte ja vorher das Alarmsystem... Ach, hier ist die Tür kaputt. Sag wer? Du? Wir sehen uns im Nichts. Ja? Da könntest du recht haben, meine Liebe. Da könntest du recht haben.
Jetzt hatte ich gar nicht gesehen, dass die Tür kaputt gegangen ist. Die hätte ich natürlich mit der richtigen Fähigkeit kaputt schlagen können, ne? Ja, alles klar. Ja, das war jetzt nicht die ruhige Art, aber wir haben es ja geschafft. So. Warte mal, ich muss das Ding trotzdem ausschalten, ne? Machen wir uns nichts vor. Sonst geht der Alarm gleich los, wenn ich es mitnehme. Ja, alles klar. Wir haben den Prototyp. Es war nicht sehr subtil, sagen wir es mal so. Es hätte besser sein können. Aber wir haben das, was wir wollten. Jetzt müssen wir noch da das mit dem Ladenbesitzer klären. Macht ihr die Geräusche? Das ist irgendwie ein bisschen gruselig gerade. Okay. Übersehe ich was? Da können wir was mitnehmen. Das ist dann Geld wert. Da ist noch was. Da hätten wir als Ratte agieren können. Wieso sind da noch so viele Blutfliegen? Irgendwas in den Vitrinen noch drin? Die Geräusche, die die Ratten machen, sind unheimlich. Das können wir nicht mitnehmen. Das können wir auch nicht mitnehmen. Gut, wir können aber gleich noch nach oben. Das machen wir mal eben. Die haben eine Teestunde abgehalten, okay. So, hier hatten wir alles mit... Nee, habe ich nicht. Ach, weil ich gestorben bin, ja. Hm. Stimmt. Verdammt. Das heißt, das Blutfliegennest ist da noch intakt. Und das habe ich mir auch nicht angeguckt, richtig? Was würdet ihr mir raten, du und Vater, wenn ihr hier wärt? Manchmal träume ich, dass wir alle zusammen sind. Rihanna, was ist Jindosh zugestoßen? Angeblich stammelt er nur noch Unsinn. Ich weiß nicht, Delilah. Verzeih mir. Hm. Meine Liebe, es ist ein Verlust. Aber er hatte bestimmt nichts mehr für uns. Sokolov wurde auch mitgenommen. Wer würde den alten Dummkopf wollen? Schon gut. Wie läuft die Kommunion? Ich will den Schwestern des Ordens des Orakels ins Ohr flüstern. Mein Einfluss nimmt zu. Letzte Nacht ging ich mit einer durch einen Traum und wir tranken aus einem Brunnen in ihrer Heimatstadt. Vizeaufseher Burns Verdacht war richtig. Und diese Sache mit Jindosh wirkt sich nicht aus? Nein, er hat an den Linsen weitergearbeitet. Dicker, dünner, undurchlässiger. Es war ermüdend anzusehen. Ich habe noch die alten Linsen und abgelegte Teile in meiner Werkstatt. Aber Jindosh hat vor einiger Zeit auch. Okay, der Ladenbesitzer. Also ich denke mir mal so, wir hatten bis jetzt immer noch die Möglichkeit, dass wir noch am Ende was erledigen konnten. Also könnten wir da in Ashworths Büro gehen, das könnten wir machen. Und da sind die ausrangierten Linsen. Ich glaube, ich hole mir die Linsen zuerst.
So, vergessen wir mal kurz den Hund. Und gehen nach oben. Das sind schon wieder diese blöden Geisterhunde. Die könnten wir aber eventuell einsperren. Denn anscheinend gibt es keine Möglichkeit, die komplett zu erledigen. Warte mal nach oben. Muss ich mich so hoch teleportieren, ne? Alles klar. Ach, da hätten wir auch irgendwie lang gekonnt. Dann machen wir das doch mal. Wahrscheinlich. Ja, weiß ich nicht, ob die Linsen jetzt irgendwas, dass wir sie friedlich ausschalten können. Ich weiß aber nicht, ob das so eine gute Idee ist. Eine Leiche? Was soll das denn? Ach Gott. Ups, apropos eine Leiche. Ja, ich höre was da. Was haben wir denn hier Schönes? Erz. Verwirrend. Kupferdraht. Könnten wir die Hunde mit ausschalten, eventuell? Können wir uns den Audiographen anhören, ohne Alarm zu machen? Ich weiß nicht. Diese Linsen könnten mit den Linsen im Apparat getauscht werden. Ja, wie eine Ashworths Aufzeichnung. Wir müssen aber zerstören. Achso, das ist wieder was anderes. Die ursprünglichen Linsen, die Jin, Josh und ich für das Orakulum entwickelt haben, waren erschreckend minderwertig. Sie haben die Energie aus dem Nichts zerstreut, statt sie zu bündeln. Mein Kopf dröhnte vor Lärm und ich verlor fast den spirituellen Bund mit Delilahs Magie. Ich werde nicht ruhen, ehe unser Zirkel die Schwestern des Ordens des Orakels kontrolliert, aber ich weiß nun, wie groß das Risiko ist. Die alten Linsen hätten mein Untergang sein können. Sie lagern fürs Erste in meiner Werkstatt, müssen aber zerstört werden. Ausrangierte Linsen. Offenbar hat Kirin Jindosh diese alternativen Linsen für Ashworth Apparat angefertigt. Damit können wir ihn manipulieren. Oh, ganz viel Walöl hier. Interessant. Die erstaunlichen... kennen wir schon? Betäubungsbolzen. Können wir die Hunde betäuben? Ganz viel rohe Walknochen. Meine Bildnisse der Ordensschwestern. Vierter Tag. Es war schwierig, Bildnisse der Ordensschwestern anzufertigen. Sie bleiben für sich und sind selten draußen anzutreffen. Unmöglich, an die benötigten Haare und Fingernägel heranzukommen. Aber ich habe eine Idee. Wenn die Schwestern selbst jenseits des Todes miteinander verbunden sind, kann ich die Knochen derer verwenden, die auf dem Friedhof des Ordens begraben liegen, um das Orakulum auf den Geist der lebenden Schwestern abzustimmen. Zwölfter Tag. Es ist vollbracht. Adolfina und ein paar der anderen haben einen Wagen voller Särge gebracht. Ich beginne sofort mit neuen Bildnissen. 19. Tag. Immer noch nur leise Stimmen. Nicht ansatzweise die Verbindung, die ich brauche, um ihnen Träume zu geben. Ich muss die Linsen nachjustieren. Die Bildnisse verfeinern und noch ein paar Nächte mit ihren Schädeln unter der Decke schlafen. Vielleicht ihre Schals mit einbeziehen, mit denen sie ihre Augen bedecken. 21. Tag. Delilah wartet ungeduldig auf Fortschritte, aber viel gibt es nicht zu berichten. Ich konnte einige Ordensschwestern beim Gespräch unterbrechen, sodass sie einen Moment lang keine Worte fanden. Ich bin sicher, dass ich sie bald sagen lassen kann, was immer ich will. Dann habe ich Neuigkeiten für meine Kaiserin in Dunwall. 23. Tag. Endlich. Ich habe eine der Schwestern eine Stunde lang in einem tranceähnlichen Zustand festgehalten. Delilah war begeistert. Bald werden wir den Orden des Orakels kontrollieren. Na großartig. Ja, also Probleme mit den Serien haben wir momentan nicht wirklich, ne? Ich würde sagen, ich manipuliere einfach erstmal da unten die, den Audiograph muss ich mir später anhören, geht nicht anders. Oh mein Gott. Da liegt es.
Okay. Was? Spiel kann nicht gespeichert werden. An dem Punkt hier. Artefakt, das ist alles verfault. Ne, die ist nicht verfault. Okay. Notizen aus schwarzen. Zu schwarzen Knochenartefakt. Okay. Fünftens. Oder fünfter. Ich habe mit der Herstellung eines neuen Knochenartefakts begonnen und hoffe, dass es schwarz wird, passend zu jenen mit größerer Macht. Es wird das Artefakt ergänzen, das ich trage, seit ich es in einem Mausoleum in Alba gefunden habe. Obwohl man nur selten auf andere trifft, die vom Nichts berührt werden, sollten sich Beschwörer in Acht nehmen, da sich ihre Ratten und Schädlinge gegen sie wenden, solange ich das Artefakt trage. Und falls es funktioniert, wird das neue Artefakt mich vor Assassinen schützen. 11. Ich arbeite immer noch an meinem Schutzartefakt. Ich habe das Rezept für tivianischen Grauknochen als Grundlage genommen und unter Verwendung von wesentlich mehr Klettenwurzeln verändert. Die Anweisungen waren vage und der gebotene Schutz ist gering. 18. Weder Kamille noch Brunnenkresse als Zusätze haben die gewünschte Wirkung ergeben. Der Duft ist allerdings sehr angenehm. Vor üblen Gerüchen fühle ich mich also geschützt, mehr aber auch nicht. 23. Ich habe es endlich geschafft. Nieswurz natürlich, gegärt und über niedriger Flamme reduziert. Den Effekt, dass ein Artefakt tiefschwarz wird, erhält man nur selten. Wie ich es gewollt habe, bin ich vor der ersten Kugel oder dem ersten Bolzen aus der Waffe eines Assassinen geschützt. Der erste Schuss, der mich niederstrecken würde, verwandelt sich stattdessen umgehend in Blutfliegen. Oh. Was haben wir denn da? Granaten. Wo bist du? Wolfshunde können dich nicht aufspüren. Aber ist nicht das gewesen, ne? Nein, nein. C4, Hochdruck. Nee, warte. Schwarzes Knochenartefakt. Was hatten wir alles vorher schon? Vertrauter Geruch. Ja, warum nicht, ne? Ich meine, das ist doch schon mal nicht schlecht. Wir könnten übrigens noch Plätze freischalten hier. Kann man immer noch machen. So, das nehme ich gerne mit. Da hätten wir als Ratte reingekonnt. Okay. Da ist eine Tür noch. Machen wir später. Ich würde jetzt gerne erstmal die Linsen austauschen. Kronleuchter? Nee, das ist mir jetzt gerade zu riskant. Oh Gott. Sei doch noch lauter. Ich will doch nur da runter. Gleich falle ich runter. Danke. Welches ist denn hier gerade in der Nähe? Dass mir gesagt wird, hier ist eins in der Nähe. So nah ist es nicht. Okay, nach oben. Nein, wir müssen nach unten. Und die Linsen austauschen. Sich verstellen. Ashworth könnte vom Nichts abgeschnitten werden. Oh, das wäre das Ende ihrer Hexerei. Nice. Aber das wird sie merken, ne? Das heißt, wir müssen uns dann eventuell in Sicherheit bringen. Sie wird dann rausgestürzt kommen, womöglich. Schauen wir mal. Jetzt. Wir aktivieren das. Was ist das?
ich jetzt tun? Ich bin erledigt. Dieses Gefühl, die Dinge, die möglich waren, die Berührung des Nichts, Delilah. Das war alles, was ich hatte. Okay. Mit Megan am Beiboot, das war alles jetzt? Das haben wir alles gemacht. Ja, okay. Missionshinweise. Soll ich sie noch? Eigentlich müsste ich sie auslöschen, ne? Weil sie ist immer noch da und böse. Ich kann sie nicht töten? Kann ich. Wankelmütige Kreaturen. Ich habe von ihr Knochenartefakte gekriegt. Okay. In dem Fall habe ich es berechtigt gefunden. Mag sein, dass es jetzt irgendwie nicht gepasst hat, aber ich habe es in dem Fall berechtigt gefunden. So, jetzt gucken wir mal bei ihr. Da sind immer noch Geisterhunde. Habe ich nicht vergessen. Ich glaube, Delilah war aber nicht anwesend bei ihr. Ne? Ich glaube, die haben sich nur über irgendetwas, also über irgendeine Verbindung oder so unterhalten. Ich darf nicht vergessen, dass ich die Geisterhunde nicht lange aufhalten kann. Was sind die denn?